Da hinten ist der nächste. Ja, Leute, guckt mal, die machen das alle andersrum. Weil die es alle im Griff haben, bis auf mich. Das ist doch wieder so typisch, oder? Dass ich es wieder nicht hinbekomme. Die gehen alle die gleiche Richtung, nur ich wieder nicht. Ja. Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sanny und heute spielen wir wieder Star Stable Online. Wir haben den Tag der offenen Tür bei uns am Jorvik-Stall. Und ja, ich hätte gesagt, da fangen wir jetzt gleich mal an. Ich mache mal ganz kurz das Interface an. Die Sandra Springfoot ist gerade bei mir dabei mit ihrem mega, mega süßen Tinker. Wir haben uns gerade hier getroffen. Sie ist auch vom Pixel Circus. Und jetzt gucke ich einfach mal hier, wie wir anfangen. Ich glaube, wir sollten als allererstes mal mit Hugh sprechen. Denn, Leute, Hugh hat jeden Tag für uns eine Heilung. Und, okay, ich muss absteigen, ganz offensichtlich. Mal gucken. Mal gucken. Willkommen in der ambulanten Klinik der Rettungsranch. Wir wollen unsere Mission, dass wir uns um alle Pferde auf Jorvik kümmern, überall verbreiten. Aus diesem Grund bitte ich während des Tags der offenen Tür, oh mein Gott, Leute, ich kann nicht mehr sprechen, kostenlose Tierarzt-Check-ups an. Oh mein Gott, was habe ich denn für Probleme? Was sagst du dazu, Dakota? Soll ich mir Crownbirds kurz an... Nein, 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 Nee. Eigentlich nicht wirklich. Aber okay, wir machen mal ja. Brauchen wir aber eigentlich nicht. Dem geht's gut. Alle anderen Pferde hätten es nötig. Okay, also wir müssen da quasi hinrennen. Crown Prince ist im ausgezeichneten Zustand. Man sieht deutlich, dass du dich gut um dein Pferd kümmerst. Ja, ich habe ihn gerade erst gekauft, ne? Meine anderen Pferde, denen geht es nicht so gut. Vergiss nicht, dass die tägliche Pflege für die Gesundheit und das Wohlbefinden des Pferdes sehr wichtig ist. Ja, weiß ich eigentlich. Ja, ich war krank, Grippe und so. Allerdings sind ich und meine Tierarztkollegen für dich da, wenn es deinem Pferd einmal nicht so gut gehen sollte. Ja, wunderbar. Ich kann noch einen Check-up einplanen, wenn du ein weiteres Pferd hast, das untersucht werden muss. Yes! Anschließend sind die kostenlosen Check-ups auf eine Reiterin pro Tag begrenzt. Okay. Okay. Schließlich möchte ich so vielen Reiterinnen wie möglich helfen. Aber vergiss nicht, ich werde während des Tages auf den Türs hier sein. Hoffentlich sehen wir uns bald. Okay. Also, der ist da. Wir können da auch jetzt noch hin. Wo ist mein Pferd? Jetzt, Moment. Ich habe Schwierigkeiten, Leute. Ich komme nicht auf mein Pferd. So, jetzt. Ha! Oh. Ah, das war gar nicht mein Pferd. Das ist ein Lusitano. Okay, alles klar, Leute. So, Kronprinzchen, wir müssen jetzt mal Johanna suchen. So, okay, also wir rennen jetzt zu Johanna. Arbeitsmoral, das mag ich. Okay. Hi, Dakota. Ja, servus, Johanna. Mensch, dein Bild ist ja neu. Du bist ja einfach so niedlich, Johanna. Was ist denn mit dir los eigentlich? Du siehst jetzt so süß aus, Johanna. Menschenskinder. Also Andi hat auch ein Remake bekommen, aber die Johanna ganz offensichtlich auch. Guck mal, wie süß die jetzt aussieht. Gut, dass du gekommen bist. Wie du siehst, haben wir schon einige Besucher, aber es kommen noch mehr, viel mehr. Du hast es wohl nicht verpasst, was? Wir haben diese Woche Tag der offenen Tür. Ja, also pff, Leute, ne? Also wie kann ich das verpassen? Also normalerweise ist nichts los bei unserem Jorvik-Stall und jetzt ist die Hölle los. Oder besser, Woche der offenen Tür. Okay, alles klar. Habe ich mir gedacht, es kommen jede Menge Leute von überall her, weil das ein sehr beliebtes Event ist. Ja, wie gesagt, ich sehe schon Leute, mein Hund, ich weiß nicht, was gerade mit meinem Hund abgeht, aber es ist leider wieder sehr, sehr laut. So, genug geplaudert. Möchtest du mir diese Woche helfen, wenn wir unser Event haben? Ja, logisch, ich komme ja von hier, ne? Das macht man so. Am eigenen Stall. Es gibt jede Menge zu tun, was bedeutet, dass ich den ganzen Tag beschäftigt bin. Es würde mir sehr helfen, wenn du mich unterstützen kannst. Dann bekomme ich vielleicht sogar etwas Schlaf. Ach, Johanna, du bist so süß. Du brauchst keinen Schlaf. Du bist einfach so niedlich. Sehr gut. Arbeitsmoral, das mag ich. Könntest du anfangen, den Hof hier zu dekorieren? Ich habe es noch nicht geschafft, alle Luftballons aufzuhängen. Super. Häng sie einfach hier rundherum auf. Alles klar. Luftballons kriegen wir hin. Da müssen wir, glaube ich, schon einen hinhängen. Das schaffen wir, oder? Wir machen es uns schön, Leute. Wir machen es uns schön, dass die... Hey, Ricky, servus, na, wie geht's dir denn eigentlich? Wir kümmern uns hier, dass alles schön ist, dass die Leute, die hier nicht am Stall wohnen, sehr beeindruckt sein werden von unserem wunderschönen Jorvik-Stall. Leute, ihr wisst, ne, ich liebe den Jorvik-Stall. Es gibt... keinen schöneren Stall, finde ich, als den Jorvik-Stall. Südhof vielleicht, aber es ist halt sehr weit weg vom Schuss.
So, ja, das habe ich geschafft. Oi. Crown Prince, wir sind das beste Team ever. So soll das aussehen. Gut gemacht. Ja, danke schön, danke schön. Nun sieht es hier wirklich schön aus, findest du nicht auch? Ja, ich find's klasse. Ich denke nicht, dass wir noch mehr dekorieren müssen. Das reicht. Unsere Besucher kommen schließlich nicht wegen eines geschmückten Stalles. Naja, naja. Okay, Dakota, ich empfange hier gleich eine Anfängergruppe. Ja, okay. Könntest du runter zur Weide reiten und drei unserer ruhigeren Pferde holen? Ja, ich glaube, das kann ich machen. Ja, genau, Dakota, bevor du losreitest, nimm das mit. Das sind drei Trensen, die du den Pferden anlegst, bevor du sie hierher bringst. Okay, alles klar. Das krieg ich auch hin. Weide, hat sie gesagt, ne? Unsere Weide ist da hinten. Ihr drei Mäuse, ihr seid dran. Hallo? Ach, hier steht ihr. Ach Gott, du bist aber nicht von hier eigentlich. Ein kleines, süßes. Ich glaube, ich muss absteigen, ja. Okay, Leute, ich muss absteigen. Moment, haben wir gleich. Seht ihr übrigens, wie fest wir uns gemacht haben? Falls ihr sehen wollt, wie ich dieses Item gekauft habe, dann könnt ihr euch den Pferdekauf angucken. Den habe ich gerade vorhin erst gepostet, also heute ist Mittwoch. So, dann der Easy, der aussieht wie unser Easy. Und jetzt, Moment, wir brauchen noch ein Pferd. Wo ist denn... Ich bin mir nicht sicher, Leute. Wo ist denn das... Drei hat sie. Ach, da hinten steht's. Ich bin blind wie eine Hummel. Eine Hummel. Das ist, was ich bin. Ah, du bist ja mega schick. Und das Zaumzeug ist auch mega schick. Hey, das Zaumzeug ist irgendwie schöner wie unseres. Okay, komm, Crown Prince. Wir müssen die Pferde einholen. Ach, wie sie da stehen. Oh mein Gott, es ist mega süß, Leute. Schaut mal. Schaut mal, es ist einfach mega süß. Guckt's mal. So, dann machen wir hier den Rucksack wieder zu und bringen die drei zu Johanna. Los geht's! Wo müssen wir hin? Ach, zum Reitplatz, okay. Gut, prima. Wo ist denn Nummer 3? Oh, ich habe ein Pferd verloren. Komm mit jetzt! Das kleine Connemara wieder. Ja, jetzt Pferd geholt. Alles klar, gut. Jetzt, geh zu jetzt. Husch! Husch! Husch, husch. Wirst du jetzt wohl? Jetzt ist aber Schluss. Okay. Alle Pferde geholt. Dann gehen wir wieder zu Johanna. Johanna, ich habe alle Pferde geholt. Super. Das sind die drei absolut ruhigsten und liebsten Pferde, die wir haben. Ja, dann ist ja gut. Hi, servus. Ich kann gerade leider nicht... Conny, servus. Conny Stormdotter. Für Anfänger nehme ich immer die ruhigen Pferde, damit sie gute Erinnerungen an den ersten Ausritt haben. Wir wollen schließlich, dass sie wieder zurückkommen. Unserem Stall geht es dank dieser Tage der offenen Tür so gut. Aber nun haben wir genug geplaudert. Zeit wieder zu arbeiten. Ich meine dich, Dakota. Du kannst keine halben Sachen machen. Jetzt, wo du die Pferde geholt hast, müssen sie gestriegelt werden, bevor du sie satteln kannst und sie bereit für den Ausritt sind. Nimm diese Striegelbürste und den Hufkratzer und los geht's. Vom Rumstehen alleine wird die Arbeit nicht gemacht. Ja, Mensch, Johanna, da bist du ja tatsächlich so, wie ich dich kenne. Ich wink hier mal ganz kurz nochmal in den Chat und schreibe Hallo, Servus miteinander. Und dann gehen wir zurück und dann... Schauen wir mal, Freundschaftseinladung geht, wunderbar. So, dann reiten wir hier rein und stellen mal den Kronprinz ab. Und striegeln die anderen Pferde. Hallo? Nein, ich will laufen. So, kleines widerspenstiges Tierchen. Was muss ich machen? Ich muss putzen und Hufe kratzen. Das ist wie vor, also früher, ich weiß nicht, kennt ihr das Event früher noch? Das war ähnlich. Da musste man auch die Pferde putzen. Und ich, was ich immer super gern gemacht habe, war die Sättel schrubben. Das ist wie im echten Leben. Da schrubbt man auch immer an den Pferden rum. An den Sätteln. An den Pferden auch, aber an den Sätteln. Oh mein Gott, bist du süß. Hi. Ja, ach, die Friesen sind auch so schön. Ich habe auch einen Friesen. Meinen Royal Potential, glaube ich, heißt er. Hallo? Hallo? Ah, jetzt. Na, du bist auch so prima. Oh, du bist auch so fein. No, prima. So. Ja. Das sieht super toll aus, oder? Diese Trense, die gefällt mir richtig gut. Ich glaube, wir haben es.
So, dann nehmen wir wieder unseren Kronprinzen und reiten zurück zu Johanna. Johanna, ich bin fertig. Sehr gut, gute Arbeit. Nun ist es Zeit, die Pferde zu satteln. Ja, es war klar. Sie hätten mir ja gleich alles mitgeben können. Das ist komisch. Oh je, jetzt sind die wahrscheinlich verloren gegangen. Aber Stein, ich habe Stein gebeten nachzusehen, dass wir genügend Sättel für einige Tage haben. Er hat versprochen, sich darum zu kümmern. Ich hoffe, er hat noch mehr Sättel bei sich. Denn diese hier werden sicher nicht reichen. Ja genau, einen Teil der Sättel haben wir verliehen. Aber sie sollten bereits zurück sein. Ich muss nochmals im Stall nachsehen, ob sie schon da sind. Könntest du damit helfen? Ja, könnte ich. Danke, sie sollten in einem Karton sein. Vermutlich hat Stein sie in Empfang genommen und sie irgendwo hingestellt, wo sie nicht sein sollen. Okay, was soll ich machen? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich muss irgendwo jetzt suchen. Da hinten, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten. Danke, danke, danke übrigens für alle Kommentare, die ich jetzt gerade bekomme, Leute. Du hast nichts Interessantes gefunden. Aber ich möchte jetzt nicht immer die Aufnahme unterbrechen. Ich hoffe, ihr versteht das. Da hinten ist auch noch eins. Das ist mit diesen neuen Kreisen da. Ich habe das noch nicht ganz im Griff. Warum hat der Stein jetzt den einfach irgendwo hingestellt? Oh, ich hab sie. Johanna. Johanna, ich hab sie. Oh, ist easy, Johanna. Ich hab sie gefunden. Gut, dass du ihn gefunden hast, Dakota. Vielen Dank. Ja, pff, ne? Ich weiß schon, ich bin, ne, so prima. Die Johanna, Leute, seht ihr die Johanna, wie süß sie jetzt aussieht? Wir haben immer noch zu wenige Sättel. Um einige Sättel musste ich mich nämlich kümmern. Und warum denn? Ein paar von ihnen mussten zum Sattelmacher. Okay. Aber wir haben auf alle Fälle genug Ausrüstung. Jetzt hatten wir 2 Jahre Zeit, ne? Jetzt haben wir keine Sättel. Das ist unglaublich. Dass du die Pferde für unsere... Okay. Ja, mache ich. Selber sowieso so... Ja, ich habe doch gesagt, ich helfe dir, Johanna. Chill mal dein Leben. Ui. Oh. So. Ui. Oh. So, warte. Warte. Wir gehen mal ein Stückchen weiter weg, dass die anderen Leute auch hinkommen. So. Dann nehmen wir nochmal eine Freundschaftsanfrage an. Und Sättel. Aufs Pferd. Ach Mann, ich muss die dieses Mal ja... Wow. Das sieht so schön, also der Sattel ist hässlich, aber das sieht so schön aus, will ich auch. Kann ich die bitte auch haben? Star Stable. Könnten wir die bitte kaufen? Oh, der hat eine hässliche. Okay, sorry. Nur der Fjordi hat bis jetzt eine schöne. Ja, nur der Fjordi. Warum hat denn der Fjordi eine besondere drauf? Das frage ich mich. Johanna, warum hat denn der Fjordi eine besondere drauf? Kannst du mir das mal sagen? Nee? Ist alles klar mit den Pferden? Ja, alles easy. Denk dran, die Sättel nicht allzu fest zu machen, aber auch nicht zu locker. Ja, ich bin ja nicht doof. Gut, das sieht gut aus. Ja, ne, danke. Ich muss Stein fragen, ob die restlichen Sättel schon vom Sattelmacher zurück sind. Denn wir brauchen wirklich all die Pferdeausrüstung, die wir bekommen können. Ja, okay. Es kommen jedes Jahr immer mehr und mehr Besucher. Ja, ist doch nice. Servus, Fiona. Hi. Kannst du diesen Wegweiser aufstellen, während ich mit Stein rede? Ja, was soll ich noch alles machen? Mensch. Ich möchte die Rennen machen. Wie bekomme ich denn die Rennen? Sie sind für unseren Wettbewerb, den wir für alle Reiter haben. Au, ja, 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 okay, dann mache ich das mit. Danke, es sind insgesamt 9 Wegweiser. Okay. Holla. Okay, Moment, ich winke mal ganz kurz nochmal und schwupp. Servus. Wo muss ich hin? Ich glaube, ich muss irgendwie dahinter. Ach so, jetzt muss ich hier den Rucksack wieder aufmachen, logischerweise. Moment. Ich glaube, ich bin falsch rumgelaufen. Hi, servus. Okay, dann fangen wir hier hinten an. Hier hinten gehört irgendwo ein Wegweiser hin. Ich weiß nicht genau wo. Okay, hier nicht. Hier auch nicht. Hä? Ich hab das nicht im Griff mit diesen Kringeln, Leute. Wo ist denn der Wegweiser für das Kringel? Da, ich hab's gefunden. So, Wegweiser. Aufstellen des Wegweisers, okay. Dann. Vielleicht hier hinter. Wir machen das jetzt irgendwie falsch rum, glaube ich, aber es macht nichts.
Da hinten ist der Nächste. Ja, Leute, guckt's mal, die machen das alle andersrum. Weil die es alle im Griff haben, bis auf mich. Das ist doch wieder so typisch, oder? Dass ich es wieder nicht hinbekomme. Die gehen alle die gleiche Richtung, nur ich wieder nicht. Ja. Ich muss... Oh, der ist so süß, der Lusitano. Ich muss wieder außer der Reihe tanzen, das war klar. Das war klar, Leute, ne? So. Okay. Also anscheinend müssen wir machen das jetzt hier für ein neues Rennen. Ich bin schon mega gespannt auf die 3 Rennen, hieß es. Und da ist der Andy. Hört ihr die Geräusche, die der Padding so... Oh mein Gott, ein kleines Schweinchen. Och, warum denn nicht? Hallo, jetzt warte doch mal. Hi. Oh, servus. Oh, ja, wie willkommenes Schweinchen. Oh, ich möchte es behalten. Oh, ich liebe es. Oh, das ist... Oh, ich liebe es. Hi. Oh, du bist einfach... Du bist das Süßeste. Das Süßeste. Jetzt bleib doch da. Du bist das Süßeste, kleinste, süßeste Schweinchen auf der Welt. Oh, goodness. Es ist mega süß. Die Kühe machen so ein bisschen komisches Geräusch. Okay, wir gehen weiter. Ah, da hinten ist das Nächste. Wir haben noch 4 Schilder. Sorry, Leute, ich hatte einen kurzen Ausfall von Schweinchen-Goodness. So, okay. Da hinten sind die letzten 3. Ach so, ich brauche noch 3. Ja, ob ich 3 hinkriege, weiß ich nicht. So. Ich habe 7 von 9. Okay, das letzte ist, habe ich irgendwie verpasst. Hä? Wo muss ich denn hin? Also, es heißt hier lang. Aber ich habe doch hier hinten alles schon gemacht gerade. Da oben, Leute, da oben, ich sehe es. Habe ich übersehen vor lauter Schweine. Und schwupp. Yay! Okay, wir haben es geschafft, Leute. Ein bisschen stranger wie alle anderen, aber es macht nichts. Ein bisschen stranger. Und Levade. Yes. Johanna, ich bin fertig. Es hat ein bisschen länger gedauert. Bist du fertig? Ist alles gut gegangen? Ja, ja schon. Schon einigermaßen. Das Versuchskaninchen, oh je. Als du die Wegweiser aufgehört hast, du kontrolliert, ob sie ordentlich aufgestellt... Hey, ich hatte Probleme, dass ich überhaupt die Wegweiser gefunden habe, wo ich sie aufstellen soll. Denn wenn sie nicht richtig aufgestellt sind, dann fallen sie beim kleinsten Wind herum. Ja, das weiß ich nicht. Es tut mir leid. Aber wenn du sagst, du hast es ordentlich gemacht, ja schon. Dann vertraue ich dir. Ja, ist doch super. Ein paar hat Stein vergessen, ein paar Wegweiser aufzustellen und ein Dutzend Reiter ist... Ja, das könnten wir gewesen sein. Wir wissen auch immer den Weg nicht. Stein hat mir erzählt, dass er alle Hindernisse für die Wettbewerbsstrecke aufgestellt hat. Ja, wunderbar. Ja, ich melde mich. Mein Pferd heißt Crown Prince. Ja, Möchtest du mit Crown Prince? Ja, logisch. Super viel Erfolg. Jawohl. Es ist doch wunderbar. Es ist perfekt. Und jetzt habe ich den Rucksack auf. Das macht mich so ein bisschen wahnsinnig, wenn der Rucksack immer offen ist. So. Oh mein Gott. Yes. Yes. Leute, wir gehen das Rennen. Juhu. Und hui. Yes. Leute, ich bin schon so lange kein Rennen mehr in Star's Level gegangen. Los, lauf, Crown Prince. So, unser Kronprinz macht es echt gut. Also, das Springen, das fällt relativ einfach mit dem Lipizzaner. Ich habe immer so meine Mühe bei manchen Rassen, dass ich gut springe. Mit dem Lippi komme ich bis jetzt also ganz gut klar. Also, ich meine, bis jetzt, ne? Ist mein erstes Rennen, Leute. Wie ihr seht. Ich habe ihn auch gerade vorhin erst gekauft. So. War's das schon mit dem Rennen? Das ging ja super fix. Ja, hey, das haben wir doch perfekt gelöst, oder? 51 Sekunden, das ist doch nicht schlecht für ein Level 1 Pferd, oder? Der macht auch... Der ist schon schön, ne? Also ich nehme alles zurück. Das Pferd ist wunderschön. Ja. Ist alles gut gegangen? Ja, logisch. Ich habe dich und Crumpins durch den Zaun stürmen sehen. Ja, wir sind richtig klasse. Wenn du es nochmal versuchen willst, vielleicht sogar die schnellste werden möchtest, dann kannst du gerne wiederkommen. Alles klar. Dann hätte ich aber auf jeden Fall erstmal gesagt, dass es das für heute war. Wir haben das erste Rennen freigeschalten. Das mache ich jetzt gerade noch alleine.
Und ja, dann hätte ich gesagt, sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Wir müssen noch mit Andi quatschen. Wir müssen noch mit der Luciana quatschen. Und ja, die Johanna hat auch noch einige andere Aufgaben für uns. Dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns über ein kostenloses Abo von euch freuen. Über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus.